So, heute haben wir mal was richtig Cooles für unsere Pickups. Und zwar, wer Ordnung auf der Ladefläche braucht, haben wir ein richtig cooles System mit Schubladen. Und das zeige ich euch jetzt einmal, wie das ausschaut. Nehmen wir erst die Schienen raus. Jetzt stellen wir bloß alles mal her. Ist da her. Okay. Jetzt hat's. Ja, legen wir die da weiter vorne hin. Ja, wie wir sehen können, sind schon ein paar Teile, gell? Und das wird was richtig Cooles. So, wenn das alles mal ausgepackt ist, dann fangen wir an, die Schienen erstmal festzuziehen. Das ist alles schon vorbereitet, nur die Schrauben sind halt einfach noch nicht fest. Ein bisschen ausrichten, anziehen und dann kommt schon der Deckel drauf. Okay. So, oder? Pass auf. So wird das jetzt ausschauen, wenn es im Auto ist. Wir stecken das bloß zusammen, damit wir die äußeren Schrauben, die wir als erstes reindrehen, dass es für die Montage ein bisschen einfacher ist. Danach nehmen wir die zwei Teile wieder auseinander und setzen es im Auto wieder zusammen. Die obere. Okay, bloß einmal drauf. Nächste auch, genau. So, dann kann man das noch fertig schrauben. Und dann fangen wir an. Ich habe jetzt einmal alles vormontiert. Wie man langsam erkennen kann, sind es auf alle Fälle zwei Schubladen, was dann unter die Plattform reinkommen. Genau, jetzt sehen wir das mal alles auf Zeiten und setzen das im Auto gleich mal zusammen. Danny? Einfach bloß davor stellen, dass wir Platz haben. Genau, das nehmen wir wieder auseinander. Eins links, eins rechts. Bloß auf Zeiten dabei. Das gleiche nochmal. Genau, also mit dem Teil fangen wir dann im Auto an. Das kommt mittig rein. Vorne kommt noch die Trennwand und dann linke Plattform, rechte Plattform, verschrauben das in der Mitte. Und genau, so machen wir erstmal weiter. Okay, legen wir los. Wenn wir das Schubladensystem dann reinlegen, ist wichtig, dass hinten in der Ladefläche nichts mehr drin ist. Also wenn ihr da die Wanne drin habt, die muss raus, sonst haut das nicht hin, weil das Schließ passt genau ringsum ab. Wenn die Wanne dazwischen ist, dann haut es von die Maße nicht hin, dann habt ihr ein Problem, dann klappt das nicht. Genau, Danny, dann heben wir das einmal rein. Ja, so. Genau, warte. Auf die Seite. Ich muss ein bisschen schräg reinheben. Der Teil drin und dann der zweite dazu. Okay, und dann. Dann verschrauben wir das Ganze noch. Und dann schaut es doch schon mal ganz gut aus. Alles klar. So, jetzt bauen wir unser Schubfach noch nicht zusammen. Das heißt, hier kommen nur zwei Verstärkungsschrauben rein. Dann haben wir oben noch einen Winkel, Rolle. Das verschrauben wir alles miteinander. Auf der anderen Seite kommt auch noch eine rein. Dann können wir die reinschieben. Und dann sind wir schon so ziemlich fertig.
Rollen sind dran, Verstärkung auch, alles festgeschraubt. Jetzt können wir die Schublade reinschieben und dann kommen die äußersten Rollen noch drauf. Sind ein bisschen blöd zum Einhängen, aber das geht schon. So, und jetzt kommen halt da unten die äußeren Rollen noch dran. Wie gesagt, die muss man halt im eingebauten Zustand drauf machen. Sonst funktioniert das nicht. Genau, Schublade ist drinnen. Jetzt haben wir nur noch zwei Verstärkungsbleche, eins unten, eins oben. Dann ist das System erstmal fertig. Und zwecks der Befestigung müsst ihr auch keine Gedanken drüber machen. Keine Löcher bohren, sondern es sind Haken dabei, vier Stück. Das Auto hat auch vier Haken, wo man normal Spanngurte festmacht. Genau in dem gleichen wird das System befestigt. Das heißt, das System hat oben Haken. Und ihr macht es dann unten einfach fest, danach nur noch verspannen und dann wackelt da nichts mehr. Jetzt haben wir es geschafft, alles vollständig zusammengebaut. Jetzt zeige ich es euch einmal. Wir haben einmal hinten unter den zwei Deckelfächer und dann haben wir zwei Schubladen. Nummer 1 ist schon ein langes Teil, gell? Bringst auch ordentlich was rein. Zweite Seite, das ist nämlich das, was so noch alles dabei ist. Zwei Boxen, eine kleine und eine große, auch rausnehmbar und ist aus Zubehör auf alle Fälle schon mit dabei. Gibt es alle einzeln zum Kaufen, aber normalerweise kommt man so erstmal gut aus und das ist eigentlich eine ganz gewandte Sache sowas. Wenn du was wissen wolltest über das Ganze, ruft es mir einfach an.